Also, worum es gehen soll heute im Grunde ist einmal, was ist so die besondere Rolle eines Produzenten im Songwriting und Songwriting-Tag-Kontext vor allen Dingen. Und weil, also ich habe, ursprünglich war ich so klassischer so Release-Produzent, ich habe Alben gemacht und EPs gemacht und solche Sachen. Und dann irgendwann vor so 6, 7 Jahren habe ich angefangen, mehr Songs zu schreiben, auch einfach tageweise mit Künstlern zusammen Songs zu schreiben. Und habe relativ schnell gemerkt, das sind zwei relativ differente Aufgabenfelder und haben ganz andere so Voraussetzungen und Aufgaben und man muss sich auf ganz andere Sachen fokussieren. Man muss irgendwie seine, so auch seinen Anspruch und seine eigene Arbeit ein bisschen, bisschen umorientieren. Und weil das ein relativ nerviger Prozess ist, habe ich gedacht, wäre es eigentlich sinnvoll, vielleicht einfach mal ein kleines Seminar dazu zu machen, wie man sich das von vornherein einfacher machen kann, wenn man damit anfängt. Wie kann man sich noch besser vorbereiten und wie kann man sich noch besser auf diese Situation einstellen? Und darum soll es im Grunde gehen. In erster Linie ist also die Frage, was sind denn eigentlich so Unterschiede? So wie unterscheidet sich denn eigentlich die Produktionsweise in der klassischen Produktion und in der Songwriting-Produktion sozusagen? Oder wie ihr jetzt hier immer sagt, als Tracker sozusagen. Wobei natürlich ich sagen muss, dass in den allermeisten Fällen es diese Rolle eigentlich nicht gibt, zumindest in meiner Welt, weil die Teams kleiner sind. So, ja. Also ich bin oft mit dem Künstler alleine zum Beispiel. Oder es gibt vielleicht einen Texter noch. Aber das heißt, ich bin für Songwriting musikseits zuständig, aber eben auch für den Tracker-Job sozusagen. So, ja. Aber dazu kommen wir. Die Frage ist also, was gibt es für Unterschiede? Und der erste Hauptunterschied ist erstmal, sind einige Punkte, die ich so zu Ausgangspunkten zählen würde. Das heißt also zum Beispiel, wovon gehen wir eigentlich aus, wenn wir in einen Tag starten als Produzent an einer Platte oder so oder als Produzent an einer EP im Gegensatz zu Produzent in einer Songwriting-Session. Also wenn wir, wenn ich ins Studio gehe und ich weiß, ich fange an, eine Platte zu machen, dann gibt es halt einfach fertige Songs. Die haben eine definierte Struktur, die haben ein definiertes Tempo, die haben eine definierte Tonart. Das heißt, das Songmaterial ist einfach fertig. Es kann natürlich sein, dass irgendwo was verändert wird und man sagt, vielleicht ändert man hier nochmal eine Kleinigkeit, da nochmal eine Kleinigkeit. Vielleicht kann man was an der Struktur machen. Vielleicht wäre vielleicht doch das Tempo schöner, wenn es ein BPM schneller wäre oder so. Aber auf jeden Fall, die Basis der Musik ist da. Das heißt, es ist ein ganzer Tagesordnungspunkt, um den man sich nicht kümmern muss. Der aber also am Ende des Tages natürlich genauso wichtig ist wie die Produktion selber. Dann gibt es vor allen Dingen auch eine stilistische Einordnung in der Regel schon. Das heißt, es wurde schon seitens des Künstlers irgendwann mal erarbeitet, wie stellt sich eigentlich der Künstler sein Produkt vor oder wie stellt er sich selbst als Künstler vor oder wie möchte er, dass seine Songs klingen oder so. In welchem Genre soll das stattfinden? Wie passt das zum Image des Künstlers? Es wird ja eine gesamte Vision sozusagen geschaffen. Und Teil davon ist zum Beispiel auch eine klangliche Vorstellung, die schon geschaffen worden ist. Weil normalerweise der Künstler zum Beispiel im Vorfeld der Produktion mit mir, aber auch mit seinem Management zusammen zum Beispiel, erarbeitet der ja eine Vision von sich als Künstler. Wie soll das vermittelt werden? Und dazu gehört natürlich irgendwie, was weiß ich, aller möglicher Kram, also auch Artwork und Fotos und Social Media Präsenz und so. Aber natürlich der Kernpunkt ist, wie soll die Platte werden? Was soll das für Musik sein? Und das ist eben alles schon passiert. Wohingegen in so einer Writing-Produktion ist es oft so, es gibt meistens noch gar nichts. Also ganz oft. Gerade weil, wenn ich jetzt einen Writing-Tag mit einem Künstler oder einer Künstlerin mache, dann ist in der Regel das erste Release des Künstlers oder der Künstlerin ist noch 2 Jahre entfernt. So, oder 1,5 Jahre entfernt, meistens eher 2. Ja, das heißt, es dauert noch 2 Jahre, bis irgendwann irgendjemand von diesem Künstler oder der Künstlerin überhaupt was gehört hat. So, das heißt, es gibt bis zum Writing-Termin gibt es erstmal nur maximal eine musikalische Idee. Das heißt, es kann sein, dass Künstler oder Künstlerin in die Session kommen und sagen, ich habe da irgendwie schon so eine Melodie oder so. Das kann sein, muss aber auf keinen Fall muss das sein. So, bist du eher der Typ, der das auch eher so macht? Also findest du es für dich gut, dass du zum Beispiel schon mal ein paar Templates, ein paar Loops oder so oft machst, wenn du dich vielleicht vorher vorbereitest? Oder gehst du, sagst du, ist es sogar besser für dich, so blank reinzugehen? Ich glaube, das ist ein ganzer Themenblock, den wir später nochmal behandeln. Hier geht es erstmal nur darum, der Künstler kommt rein und sagt, ich habe irgendwie, diese Melodie geht mir durch den Kopf seit
keine Ahnung, seit 2 Tagen oder so. Und vielleicht kann man damit irgendwas machen. Oder vielleicht ist es auch einfach nur eine inhaltliche Idee oder so. Da geht es erstmal noch gar nicht um meine Vorbereitung. Es geht so darum, womit kommt der Künstler? Aber in der Regel kommt der Künstler mit fast gar nichts. Es gibt vielleicht ein ganz loses Briefing vom Verlag oder vom Management, wo sie sagen, hier, das ist der Künstler, das sind 2 Fotos und wir stellen uns Songs vor im Stile von Katy Perry. So, weißt du was? So, ja. Aber erstmal hilft uns das nichts, weil die gesamte Konzeptarbeit, die liegt noch lange vor dem Künstler. Es geht jetzt erstmal darum, zu gucken, wie reagiert eigentlich dieser neue Künstler oder die neue Künstlerin eigentlich auf musikalischen Input und wie ist eigentlich so die Songwriting-Qualität und sowas. Ja, dann gibt es vielleicht eben erste Konzeptideen. Das kann schon sein, dass jemand sagt, ja, irgendjemand vom Management hat den Künstler mal angeguckt und der hat halt immer einen Hut auf und eine Lederjacke, haben die gedacht, vielleicht kann er irgendwie sowas James Bay-mäßiges machen oder so. Keine Ahnung, so. Ja, aber wissen wir jetzt auch noch nicht so genau. Sowas kommt vielleicht. Ja. Also das ist das, was man hat. Und das ist natürlich maximal konträr. So einmal ist auch der Künstler, hier geht es eben, wie ich schon sagte, um die Vorbereitung des Künstlers. Einmal ist der Künstler top vorbereitet auf seine Arbeit mit mir. Und einmal ist der Künstler eigentlich gar nicht vorbereitet auf seine Arbeit mit mir. Was auch okay ist, er muss sich natürlich nicht vorbereiten. Es ist ein Writing-Tag. So. Ich will hauptsächlich, dass er gute Laune und ein bisschen musikalische Offenheit mitbringt. So, das ist eigentlich das Einzige, was man braucht. So, aber für mich als so Produzent an dem Tag stellt mich das natürlich unter... Oder ist das eine extrem konträre Voraussetzung? Dann gibt es die Frage, was ist die Zielsetzung des Tags eigentlich? Wir haben jetzt gesagt, was passiert morgens, aber wofür machen wir diesen Tag eigentlich? Ja, das ist bei einem Release, geht es halt vor allen Dingen darum, den Wunsch des Künstlers hundertprozentig umzusetzen. Das heißt, in jedem Detail hat er im Idealfall ein sehr klares Bild von dem, was er will. Oder ich habe die Möglichkeit, mit dem Künstler diesen Wunsch vertiefend zu entwickeln. Und dann geht es für mich eigentlich nur darum, dass wir genau das, was ich mit dem Künstler entwickelt habe und was wir gemeinsam für diese Platte wollen, dass wir genau das umsetzen. Und dann kann man sich da irgendwie annähern und kann so super, super detailliert sowas ausarbeiten. So, ja. Es geht darum, ein ganz klares Konzept zu schaffen, damit die Musik stilistisch und genreseitig extrem klar kommunizierbar wird, damit jeder, der das hört, im Idealfall weiß, wenn er die nächste Single hört, ach, das ist wieder der gleiche Typ oder das ist wieder die gleiche Künstlerin. So, ja. So, darum geht es. Da geht es hauptsächlich um kleine Details, wie zum Beispiel, wie ist der Stimmsound oder wie klingen die Drums oder halt extrem detaillierte Arbeit. Und es geht darum, unter Umständen ein kohärentes Produkt zu schaffen, sprich eine EP oder ein Album mit mehreren Titeln, die einfach sinnvoll zusammenhängen oder irgendwie über den Release hinweg einen Spannungsverlauf haben. Das ist natürlich, es gibt immer mehr Singles und viele sagen, man braucht das vielleicht im Streaming nicht mehr, aber die Künstler wollen das natürlich immer noch. Sie wollen immer noch ein so durchkonzeptioniertes Produkt auf den Markt bringen, weil sie natürlich einen künstlerischen Output schaffen wollen. So, nicht nur irgendwelche sinnlosen Singles auf den Markt schmeißen. So, das heißt, wenn ich mit dem Künstler arbeite, dann habe ich immer natürlich noch die Vorstellung von vor 10 Jahren, voll geil, lass uns ein geiles Album machen. Aber die Künstler, auch junge Künstler, haben das immer noch. So, sie wollen auch ein kohärentes, eigenständiges und zusammenhängendes Produkt schaffen. Irgendwann in ihrem Leben. So, vielleicht wollen sie am Anfang ein paar Singles machen, aber sie denken, irgendwann mache ich auch mal ein Album. Und das gibt es dann auf Vinyl. So, ja, so. Es ist egal, ob die 19 sind oder 39. Im Writing geht es darum, einfach erstmal überhaupt Material zu schaffen. Oft hat der Künstler einfach noch gar kein Material oder die Künstlerin hat gar kein Material. Sprich, die haben noch nie einen Song geschrieben, vielleicht. Sondern vielleicht sind die einfach gesigned worden aufgrund irgendwelcher anderer Faktoren. Oder vielleicht haben die irgendwann mal einen Song gehabt, aber der ist irgendwie passiert. Und jetzt gibt es gar nichts. So, ja. Es gibt kein Konzept, es gibt keine Musik. Jetzt ist es erstmal so, ja, wir haben jetzt diesen Künstler gesigned, der hat jetzt einen Verlagsvertrag, damit er irgendwie ein bisschen Budget hat, um anfangs Promo zu machen. Und der Verlag sagt so, dann brauchen wir jetzt aber Musik. So, ja. Und dann wird halt Musik geschrieben. So, ja. Aber da geht es erstmal um extreme Basisarbeit, um das Sammeln von Material. Dann geht es natürlich darum, den Künstler zu überzeugen davon, dass der Titel, an dem man arbeitet, dass der gut genug ist, um den
auch im Kontext des Albums oder als idealerweise als Single auch zu veröffentlichen. So, ja. Und dann geht es darum, das Kreativteam zu überzeugen, dass es die richtige Richtung ist. So, ja. Das heißt, Management, Verlag hören es später und müssen das Gefühl haben, vielleicht ist das das, was wir mit dem machen müssen. So, ja. Weil die wissen das ja eigentlich auch noch nicht, was sie mit dem Künstler oder der Künstlerin machen wollen. So, ja. Sprich, da geht es darum, vielleicht so schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf ein mögliches Konzept zu geben. So, ja, das ist ein zusätzlicher Anspruch. Und dann geht es natürlich auch darum, das irgendwie zeitgemäß zu präsentieren, weil die Kollegen von Verlag und Management, die haben in der Regel halt einfach 0,0 Abstraktionsvermögen. So, ja, das muss man mal vorausschicken. Und wenn man denen irgendwas schickt, wo sie nicht das Gefühl haben, das könnte vielleicht auch einfach morgen im Radio laufen, dann haben sie niemals das Gefühl, dass das möglicherweise der richtige Song für einen Künstler oder für ihren Künstler ist. So, ja. Kein Fall. So, ja. Sondern sie müssen das also wirklich aufgedrückt bekommen, dass das ein Thema ist, das möglicherweise funktionieren kann. Und die sind so schmalspurig. So, ja. Das sind also die Zielunterschiede. Wir haben einmal geht es um so um Details und um irgendwie ein schönes Album und weil alles ist fertig. Und einmal geht es darum, einfach neues Material zu machen, das einigermaßen klar kommuniziert, was der Künstler sein könnte. Also, ja. Dann stellt sich die Frage, was resultieren daraus für Aufgaben überhaupt? Ja? Also was muss man denn dann eigentlich als Produzent machen in diesem Sinne? Und das ist ganz klar. Wenn ich ein Album mache, dann bin ich in erster Linie erstmal nur Produzent. Es kann sein, dass drumherum ich andere Sachen bin. Das heißt, dass ich irgendwann mal auch Teile von den Songs geschrieben habe. Es kann sein, dass ich später auch mal eine Platte mische. Es kann sein, dass ich irgendwie, dass es für die Platte kein Budget gibt und ich hänge da irgendwie mit in irgendeinem Licensing-Konstrukt oder so drin. Das kann alles sein. Aber erstmal bin ich in dem Moment, wo wir die Platte produzieren, bin ich einfach nur Produzent. Das ist natürlich auch vielschichtig. Das heißt, natürlich muss ich irgendwie eine künstlerische Vision für den Künstler entwickeln. Und ich muss das Session-Management machen, ganz profan. Sprich, ich muss sagen, wann brauchen wir welches Studio? Ich muss sagen, wann brauchen wir welche Session-Musiker zum Beispiel? Ich verwalte zum Beispiel ein Gesamtbudget in der Regel. Das heißt, das Label sagt, wir haben einen Betrag X für das ganze Album. Und wenn ich sage, okay, wir machen jetzt die ersten 3 Wochen, machen wir Streicheraufnahmen im Abbey Road und danach ist die Kohle weg, so, dann sagen sie, ja Moment, wir haben jetzt irgendwie Streicher für 2 Songs. So, und was machen wir jetzt? Also für dich ist erstmal schon mal kein Geld mehr da, sagen sie dann. So, das sind alles natürlich sind das Aufgaben, die man machen muss. Dann ist man manchmal Mediator, gerade wenn man mit Bands arbeitet oder so, natürlich. Also ist immer die ganze Zeit ist irgendwie ein bisschen soziale Action. So, und dann muss man so ein bisschen vermittelnd agieren und hat so ein bisschen eine psychologische Aufgabe. Und es gibt natürlich 100.000 andere Sachen. So, man muss irgendwie kreativ mit dem Künstler Sachen vorbereiten. Man hat da entsprechende kommunikative Pflichten. Ich muss den Kontakt zum Label aufrechterhalten, damit die ganze Zeit alle so leicht im Boot sind und das Gefühl haben, alle finden es gerade noch geil, was da passiert und so. Ja, völlig klar. Aber das findet alles zu getrennten Zeitpunkten statt. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit dem Künstler im Studio bin, da schreibe ich keine Mails ans Label und da telefoniere ich nicht mit irgendeinem Studio, um irgendwo nochmal am Preis ein bisschen was zu machen. Und da rufe ich nicht irgendwelche Session-Musiker von irgendwelchen Telefonlisten an und versuche herauszufinden, wer wohl morgen für uns noch Drums spielen kann. Sondern da mache ich nur das. Da mache ich nur irgendwie die Vorbereitung von Drums für einen Song mit dem Künstler zum Beispiel. Oder nehme nur mit dem Künstler Vocals für einen Song auf. Im Writing bin ich erstmal schon mal in aller Regel Songwriter und Produzent gleichzeitig. Das heißt, der Künstler will Songwriting-Input von mir die ganze Zeit, weil er dafür da ist, sonst könnte er den Scheiß-Song auch alleine schreiben. So. Und er will aber auch, dass man sich das hinterher anhören kann. Und das muss gleichzeitig passieren. Ja, dann bin ich in der Regel auch Recording- und Mix-Engineer. Wenn ich eine Produktion mache, dann habe ich in aller Regel einen Engineer dabei, der bedient halt das Pro Tools. Dann habe ich einen Assistenten dabei, der macht halt irgendwie Kaffee und rollt Kabel und so. Und dann ist irgendwann die Produktion fertig und dann gebe ich das irgendjemandem anders und der mischt das dann. Und ich muss mich um diesen ganzen Kram nicht kümmern. Und im Writing
muss irgendwie abends eine Demo fertig sein. Und das muss auch irgendwie okay klingen und das muss auch irgendjemand aufgenommen haben zwischen irgendwie 11 Uhr und 11 Uhr. So. Und wer macht das? Keine Ahnung. Es bleibt natürlich dann am Ende des Tages alles an uns hängen. So, ja. Nehme ich mal an. Dann muss man extrem schnell assoziieren können, der Künstler sagt irgendwie, ich habe übrigens letzte Woche habe ich den neuen Song von Bilderbuch gehört und den fand ich mega geil. Und in einer Produktion würde ich sagen, voll geil. Und jetzt machen wir aber erstmal ein bisschen weiter. So, das geht halt im Songwriting natürlich nicht, sondern das heißt natürlich, ich will heute sowas machen. So. Das heißt, man muss immer so Momentaufnahmen deuten können. Wenn ein Künstler in einer Songwriting-Session sagt, zu einem Zeitpunkt, wo schon man irgendwie rumfuddelt an Akkorden und man überlegt so ein bisschen und macht da gerade so ein bisschen was irgendwie Dominantisches und vielleicht einen kleinen Quart vorhalt und es ist alles so ein bisschen zu schön und der Künstler sagt, ja, bin ich mir jetzt nicht sicher mit dem Akkord gerade, dann soll man auf jeden Fall diesen Akkord ändern. So, ja, weil das heißt nicht, ich finde es nicht so super geil gerade. In der Produktion geht das, da kann ich sagen, warte mal ab. So, das wird am Ende super geil. Das geht im Songwriting-Kontext, funktioniert es nicht. Sondern der Künstler ist dann sofort so, ich fühle das jetzt gerade nicht mehr. Weil er weiß, ist es gerade sowieso, wenn er das jetzt nicht fühlt, dann haue ich halt nachmittags ab und dann gibt es den Song halt nicht. Ist auch scheißegal. So, ja. Auf jeden Fall. Weil es jetzt die ganze Zeit auch darum geht, dass du mit der Künstlerin oder dem Künstler zusammenarbeitest. Wie oft hast du Situationen, in denen die jetzt nicht anwesend sind, zum Beispiel? Das mache ich nie. Machst du nicht, ne? Nee, das mache ich nie. Also ich habe das vielleicht zweimal gemacht in meinem Leben. Aber das ist... das ist natürlich eine persönliche Entscheidung, ob man auf sowas Bock hat oder auf sowas keinen Bock hat. Das ist natürlich, wenn ich nur Songwriter bin, zum Beispiel... dann gibt es halt einfach Tage, da ist gerade kein Künstler in der Stadt oder so. Was mache ich da? Ich muss ja trotzdem irgendwas tun. Das heißt, da guckt man halt, was gab es diese Woche für Briefings, dann schreibe ich jetzt halt einen Song für Micky Krause. So, kann ich so. Ja, fair. Aber bei mir ist es halt so, ich habe lange eine Produktion, dann habe ich vielleicht 4 Tage Zeit und in diesen 4 Tagen mache ich halt Writings. Und wenn da halt gerade einen von 4 Tagen kein Künstler in der Stadt ist, dann mache ich halt vielleicht auch mal einen Tag frei irgendwann. So. So, vielleicht ist das ein Sonntag oder so, man weiß es nicht. So, ey. Aber deshalb mache ich das selten. Aber wenn man halt natürlich nur Autor ist oder nur Songwriter ist und keine Releases produziert, dann ist das natürlich klar, dass das oft vorkommt. So, ja. Aber ich kann mir das halt so ein bisschen aussuchen, ob ich das machen will oder nicht. Und ich will es halt nicht so gerne machen, sondern dann mache ich lieber eine Platte in der Zeit. Ich mache auch keine Camps und so. Aber... also einfach, weil es nicht dein Ding ist? Oder so? Einfach weil es nicht mein Ding ist. Also ich denke, das ist jetzt eine persönliche Einschätzung der Lage, ne? Und losgelöst von diesem Thema. Ne? Ich mache Songwriting ohne Künstler deshalb nicht, weil es halt auch ein viel bescheuerteres Glücksspiel ist. Der Künstler kriegt am Ende, guck mal, fürs letzte Helene Fischer Release haben die 1400 Songs zugeschickt gekriegt. So, die Wahrscheinlichkeit, dass einer von 1400 Songs gepickt wird, den die Künstlerin vorher noch nie gehört hat, das ist halt einfach extrem unwahrscheinlich. Wenn ich aber mit einem Künstler zusammenschreibe und der ist den ganzen Tag da und hat Teil daran, wie dieser Song komplett von Null entsteht, dann hat er schon mal eine persönliche Bindung zu diesem Song aufgebaut. Ja? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er hinterher sagt, ich finde den Song irgendwie geil und ich möchte den voll gerne auf meiner Platte haben. Der ist halt einfach höher. So, außerdem bin ich halt auch ein Typ, ich arbeite auch gerne mit Leuten zusammen, also mit Künstlern zusammen. Und ich finde, es ist für mich einfach irgendwie emotional immanenter, mit jemandem zusammenzuarbeiten, für den ich selber schreibe oder dessen Kunst das ist und der tatsächlich irgendwas sagen will, als mit... Nichts gegen Leute, die das professionell machen, aber mit anderen Kollegen, die halt sich irgendwas Professionelles aus den Fingern saugen. So, wisst ihr, was ich meine? Also es ist super fair, wenn man sagt, wir schreiben heute den perfekten Song für
Alvaro Soler. So, aber es ist am Ende des Tages, glaube ich, nicht der Grund, warum ich den Job mache, so, sondern ich will jemandem dabei helfen, genau das sagen zu können, was er selber sagen will. So, und das habe ich dann eben doch eher im Kontakt mit dem Künstler direkt. So, aber eben, ne? Deshalb gibt es natürlich immer Punkte, die treffen dann vielleicht, also gerade in diesem Aufgabenfeld am Writing-Tag treffen natürlich auf ein Songwriting-Camp vielleicht weniger zu. Obwohl es da vielleicht auch jemanden gibt, der eher dann für den Songwriting-Teil zuständig ist und der sagt dann vielleicht auch irgendwann, ich fühle jetzt gerade das Instrumental nicht so. Und dann muss man halt dessen Aussage deuten, damit es weitergeht. So, und dann geht es halt nicht um den Künstler, sondern es geht halt um einen Kollegen, der vielleicht eher so die Künstlerrolle an dem Tag einnimmt. So, ne? Also wenn es irgendwie Fragen zur Thematik gibt, ne, dann sofort. Ne? Ansonsten gibt es später für allgemeinen Fragekram, machen wir später einfach noch eine kleine Rutsche. Wie gehst du damit um? Also ich finde es super angenehm, das von dir zu hören, weil ich es dir auch abkaufe und merke, dass es gut zu der Arbeit passt, dass du sagst, okay, ich muss den Künstler auf diese emotionale Reise mitnehmen. Mhm. Und ich will dir ja auch was rausholen, was ja vielleicht noch nicht vorher vertext wird. Ja. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass eigentlich jeder, der so Songs schreibt, in meinem Umfeld, gerade weil wir ja auch noch irgendwie Musik studiert haben, man ist halt oft in diesem, man hat ja oft so ein Gefälle. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du in vielen Fällen ja in dem Moment, wo der dir eine Welt aufmachst, kannst du eigentlich sehr, sehr schnell ultra viele Aspekte dieser Welt sehr, sehr schnell abbilden und könntest eigentlich davon galoppieren. Und nehmen wir das Beispiel mit dem Vorhalt, vielleicht weißt du, das ist eigentlich eine smarte Idee, die ich da habe. Gibst du einfach das Ego an der Tür ab oder sagst du auch manchmal, oder also ist es für dich nicht manchmal einfach verführerisch zu sagen, ich kann das jetzt schnell fertig machen, ich weiß, wie das geht? Also da gibt es für mich ganz persönlich einen super, super wichtigen Punkt und das ist der, dass man irgendwann ablegen, weißt du, ich habe Geige studiert erst, dann habe ich Diplom-Tonmeister studiert. So, das heißt, ich bin aus dem Studium gekommen und habe gedacht, ey, ihr habt sowieso erstmal alle überhaupt gar keine Ahnung, was wollt ihr eigentlich alle? So, ey, so. Das hält ungefähr ein halbes Jahr an. Dann bin ich in eine erste große internationale Produktion gekommen, wurde da als Engineer gebucht, zufällig, so, für eine REM-Produktion. Und das war ein englischer Produzent, Jim Abyss heißt er, der hat die ersten zwei Adele-Platten gemacht auch und so. Und Kasabian und sowas und war so, ich habe gedacht, früher so einer meiner großen Indie-Produzentenhelden. So, und ich habe festgestellt, die hat überhaupt keine Ahnung von Musik. So, und ich saß da am ersten Tag und habe gedacht, boah, Alter, was soll der Scheiß? So, ich könnte deinen Job natürlich viel geiler machen als du. Bis du halt irgendwann merkst, aber Moment, warum sind eigentlich das, was er macht, warum ist das immer so geil? Und das, was ich mache, das ist immer ein bisschen scheiße. So, und dann stellt man irgendwann fest, man muss da einfach offen sein. Und es gibt einfach in der Popmusik gibt es Aspekte, die man mit musiktheoretischem Wissen zum Beispiel nicht lösen kann. Oder die, wo musiktheoretisches Wissen die Sache nicht besser macht. Es macht vielleicht die Arbeit schneller und effektiver, wenn es drauf ankommt. So, ja? Das heißt, wenn ein Künstler sagt, oh, ich weiß nicht, ich bin gerade unsicher, soll ich den Akkord oder den Akkord, dann kannst du sagen, ja, will ich eher. Sowas kannst du machen. So, ja? Das mache ich super oft in meinem Job. Aber wenn ein Künstler kommt und er macht Chaos mal, ey, es gibt nichts Geileres für Popmusik als das. Und es ist bei mir dann eher so, ich bin dafür extrem dankbar, weil ich sonst Sachen strukturiere einfach und dann werden sie auch irgendwann langweilig. Und es gibt einfach Künstler, die sind sehr chaotisch und die profitieren extrem davon, wenn ich denen Sachen strukturiere. Und es gibt Künstler, die sind sehr strukturiert, da muss ich selber ein bisschen Chaos machen. Und daran muss man sich halt mal irgendwann gewöhnen. Man kommt sonst irgendwann da an und sagt, das ist aber keine gute Mischung, da kann ich gar nicht alle Elemente hören oder so. Oder das ist jetzt aber keine gute Produktion, weil da ist gar kein Bass drin oder irgendwie sowas. Und dann aber irgendwann merkst du, Moment, aber fast alle Sachen, die ich geil finde, da ist auch immer irgendwas komisch. So, ja. So. Und daran muss man sich gewöhnen. Das heißt, ich habe eigentlich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich vom Künstler
zurückgehalten werde, sondern ich habe im Gegenteil das Gefühl, dass ich davon persönlich extrem profitiere, weil mir möglicherweise eine Welt aufgemacht wird, die sich mir verschlossen hat, dadurch, dass ich so viel gelernt habe über Musik in meinem Leben. Und manchmal ist es für alle super geil, dass ich in manchen Dingen vielleicht eine gewisse Geschwindigkeit an den Tag legen kann, aber manchmal ist es auch mega kacke, dass man so viel weiß. Also verhältnismäßig, ne? So würde ich das wahrscheinlich beantworten. Auf jeden Fall ist so ein Writing-Tag als Produzent ist halt ultra multidisziplinär. Und das Hauptproblem ist, das findet alles gleichzeitig statt. Also man hat nicht, okay, nächste Woche wird das dann irgendwann, geht das dann in die Mischung und so und dann können wir ja nochmal gucken oder so, sondern es ist irgendwie, heute Abend muss irgendwas fertig sein. Und die wollen das heute Abend, wollen die sich das noch anhören in irgendeiner Verlagsmeeting-Runde um 18.30 Uhr. Und dann schickt man das raus um 18.25 Uhr und dann meldet sich keiner mehr zurück bis Montag. So, klar, aber es muss trotzdem natürlich fertig sein. Und deshalb muss alles super, super schnell und alles immer gleichzeitig passieren. Das heißt, erstmal, wie wirkt sich das so auf die Zeitstruktur aus? Unterschiedlicherweise. Ein Release, egal was es ist, also natürlich nicht eine Single, aber ich sage jetzt mal ein Album oder eine EP, das geht über Wochen. So eine EP mache ich in vielleicht 2 Wochen oder so, im Schnitt 2 oder 3 Wochen. Ein Album dauert 6 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen, keine Ahnung, weiß man manchmal nicht so genau, bis das fertig ist. Daraus folgert, man hat erstmal eine langfristige Planung im Vorfeld. Man hat extrem viele Korrekturmöglichkeiten, weil du kannst 2 Wochen später sagen, wir machen jetzt mal 5 Tage Pause und dann höre ich da nochmal rein und dann gehen wir an die Nummer nochmal ran. Oder wir machen jetzt erstmal was anderes und dann prüfe ich da nochmal, ob da der Groove wirklich geil ist oder nicht. Oder so. Ich habe super viel Zeit für die Vorbereitung, sprich, ich kann super viele Songs hören, die so ähnlich sind. Ich kann mich in so eine ganze stilistische Thematik reinarbeiten für so eine Produktion. Und beim Writing ist es halt so, ich habe Stunden. So manchmal, ich habe Writing-Sessions gehabt, die dauern 3 Stunden oder so. Oder, keine Ahnung, ne? Im Schnitt würde ich sagen 1 Tag. Ja, natürlich. Manchmal sind es dann irgendwie 1,5 Tage, da kommt der Künstler, was weiß ich, Donnerstagnachmittag und muss dann aber am Freitag um 18 Uhr schon wieder zum Tegel. Ja, ja. Das heißt, man muss super viel spontan entscheiden. Man muss einfach sagen, das machen wir jetzt. Oder der, was ich vorhin sagte, der Künstler sagt, ich fühle jetzt diesen einen Akkord eigentlich nicht. Da muss man sagen, okay, dann machen wir den jetzt nicht. Ja? Man muss ertragen, dass Sachen vorläufig sind. So, das ist, war für mich ein super, super schwieriger Punkt. Weil wenn man jahrelang Platten gemacht hat, dann soll immer alles perfekt sein. Man muss am nächsten Morgen aufwachen und sagen, das ist das Geilste, was ich jemals gemacht habe. So, jeden Tag will man das. Immer, wenn Leute mich fragen, was ist das Projekt, auf das du am meisten stolz bist, ist es immer das, was ich gestern gemacht habe. Das ist das Geilste, was ich je gemacht habe. So, und beim Writing ist es halt so, du musst dich damit abfinden, dass du hier gerade ein Produkt erzeugst, das einen Zweck erfüllt. Und zwar den vielleicht den Künstler weiterzubringen und den Song, den ihr geschrieben habt, entsprechend der Vorgaben zu präsentieren, über die wir gesprochen haben gerade. Aber es ist wahrscheinlich ist das kein Endprodukt. Was Nico und Alexandra vorhin gesagt haben, es ist irgendwie, sie haben diesen Song produziert und dann gab es 4 weitere Produktionsfassungen in ganz unterschiedlichen Versionen. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Aber auch wenn man sich darüber im Klaren ist, muss man sich damit auch abfinden irgendwie. Und das ist irgendwie dumm manchmal. Ja? Und man hat natürlich einfach überhaupt keine Zeit für eine intensive Vorbereitung. Ne? Also ich habe keine Zeit, mich vorher eine Woche damit auseinanderzusetzen. Selbst wenn es ein Briefing geben sollte oder so über den Künstler, wo ganz klar gesagt wird, was soll das für Musik sein? Ich kann mich damit nicht 3 Tage hinsetzen und kann irgendwie Vorbereitung machen für die Musik von diesem Künstler. Dann ist natürlich ein wichtiger Punkt, ist, wie finanziert sich das Ganze eigentlich? So, weil irgendwie, ihr hattet, ich weiß nicht, war jemand in dem Vortrag am Freitag zum Thema, wie man Kohle machen kann mit Mucke von meiner Managerin? Ja, so. Das ist, ich will das auf keinen Fall zum Kern der Sache machen, weil ich mich auch glücklicherweise darum kaum kümmern muss. Aber es ist natürlich auch ein veritabler Punkt und es ist vor allen Dingen auch ein wichtiger Faktor dafür, wie muss man einen Release
und ein Songwriting unterschiedlich angehen, wenn man da als Produzent beteiligt ist. Einmal hat man einen Auftrag vom Künstler oder von dessen Label. Das heißt, entweder der Künstler sagt, ich finanziere auf welchem Wege auch immer diese Platte vor und ich trete dann die Rechte im Zuge einer Bandübernahme ans Label ab. Oder das Label sagt, wir haben einen Künstlerdeal mit einem Künstler und wir würden dich gerne als Produzenten dafür buchen. Der Auftrag wird dann entschieden und ist dann aber auch vergeben. Das heißt, sie sagen dann, es gibt einen kleinen Heads of Agreement-Vertrag und dann bist du Produzent von diesem Album erstmal. Da muss schon echt die Hölle zufrieren, damit sich das wieder ändert. Also, das heißt, der Künstler ist ein Stück weit verpflichtet, auch mit dir zusammen daran zu arbeiten, dass das funktionieren wird. So, das wissen sie natürlich auch. Sie suchen ja, treffen verschiedene Produzenten, suchen sich dann einen aus und sagen, wir machen jetzt die Platte zusammen. So, und verpflichtet meine ich damit im positivstmöglichen Sinne, so, weil man sich dann einfach verabredet hat, wir stehen das jetzt zusammen durch. So, das ist so ein bisschen eheartig zu sehen. So. In der Writing-Produktion kommt der Auftrag vom Management oder vom Verlag, je nachdem. Entweder ein Management hat einen Künstler gesigned und sagt, wir haben jetzt hier diesen neuen Künstler und wir wollen den Verlagen vorstellen und der braucht irgendwie jetzt mal Songs. Also, oder der Verlag sagt, wir haben diesen neuen Künstler oder Künstlerin gesigned und er oder sie, die braucht jetzt mal Songs. Es ist erstmal, ist jeder Writing-Tag, den ich mache, ist ein Investment. Ich verschenke eigentlich einen Produktionstag, für den ich potenziell auch bezahlt werden könnte. Und investiere den in einen jungen Künstler, von dem ich nicht weiß, ob das jemals für mich eine wirtschaftliche Relevanz hat oder nicht. Das klingt jetzt ganz fürchterlich und ist natürlich auch nichts, worüber ich mir an dem Tag Gedanken mache. Aber es ist einfach so, weil nur wenn der Track auch gefällt, dann wird damit auch, wird das ein GEMA-relevanter Titel und dann gibt es dafür auch eine entsprechende Abrechnung. Und dann muss er halt im Grunde auch noch erfolgreich werden, dass es sich lohnt, aber das steht sowieso erstmal irgendwo in den Sternen. Aber wenn der Track halt nicht gefällt, dann kann ich damit erstmal überhaupt gar nichts anfangen mit dem Tag. Also zusammenfassend muss man sagen, ich komme in eine Session als Produzent, für die es kein Konzept gibt. Es gibt keine Songs, ich muss alles gleichzeitig machen, was es gibt für so eine Produktion. Ich habe keine Zeit für Vorbereitung. Es ist extremer Zeitdruck, weil ich habe nur 4 Stunden Zeit. Ja, das heißt, ich habe keine Zeit, über Produktionsentscheidungen nachzudenken, ernstzunehmend. Ich werde nur bezahlt, wenn es dem Künstler gefällt. Das heißt, es ist eine Pitch-Situation. Und es muss am Ende ein ansprechendes Demo vorliegen, so, ja, weil der Tag sich nur dann gelohnt hat, wenn Leute verstehen, was wir da gemacht haben an dem Tag. Es ist also das absolute Worst-Case-Szenario für einen Produzenten. Man sitzt den ganzen Tag da und denkt so, warum? Genau. Also sagt man, warum zur Hölle sollte man das überhaupt tun? So, es gibt keinen Grund, das zu tun. Und damit gehen wir in die Mittagspause. Genau. So, aber das will ich natürlich nicht sagen, sondern ich will sagen, es ist natürlich eine Herausforderung und es ist ein ganz anderes Arbeitsfeld als das, was ich normalerweise als Produzent mache. Und da ist jetzt also, weil wir natürlich jetzt nicht verzagen, sondern weil wir trotzdem gerne Songs schreiben wollen mit Künstlern zusammen, ist jetzt halt die Frage, wie können wir auf diese Situation reagieren? So, was kann man machen, damit das alles nicht alles fürchterlich ist, sondern alles extrem geil wird in seiner speziellen Art und Weise. Und da ist erstmal die Frage, was kann man im Vorfeld von so einer Produktion machen oder von so einem Writing-Tag machen? Was kann man, oder vielleicht sogar bevor man anfängt, regelmäßig Writings zu machen? Wie kann man sich gut vorbereiten auf diese spezielle Situation? Weil wie man Produzent wird, keine Ahnung, das können euch vielleicht andere Leute erklären, aber wie man Produzent für Songwriting wird, so, das ist, auch wenn man vorher schon viele, viele, viele Produktionen gemacht hat, ist das eine Sache, auf die man sich speziell vorbereiten muss. Was kann man vorher tun? Erstmal sage ich, ein super, super wichtiger Punkt ist Recherche. So, ich sage Part 1 so, davon ist, dass man unbedingt analytisch viel Musik hören muss. So, das ist das, da kommt man nicht drum herum. Auch wenn das manchmal wehtut, muss man aktuelle Releases hören. So, es hilft.
Nichts. Ist das Schwierigste, ne? Ist für mich auch das Schwierigste. Manchmal ist das Schwierigste. Nein, aber es ist, du bist halt Songwriter, als Produzent kann ich sagen, ich mache so irgendwie meine Nische und so und das finde ich nicht so geil, die Platte möchte ich nicht so gerne machen. Als Songwriter, der ich sage, ich möchte gerne mit Künstlern schreiben, ich habe einen Verlag, sie bieten mir Sachen an. Ich mache das deshalb, weil ich Sachen machen will, zwischen meinen Produktionen, die in meinen Produktionen nicht stattfinden. Ich will Abwechslung, deshalb mache ich das. Ich will andere Musik machen. Einfach nur für einen Tag irgendwas ganz anderes machen, damit ich wieder Bock habe auf die nächste Produktion. Und dafür muss man aber im Bilde sein, was es eigentlich alles so gibt für Musik. Vor allen Dingen, was es jetzt gerade alles so gibt für Musik. Und natürlich kann man sagen, also wenn ich irgendwie abends zu Hause sitze und irgendwie koche, dann habe ich mega keinen Bock, mir das neue Capital Bra Album anzuhören. So, das kann jeder sagen, so, das verlange ich auch von keinem. So, aber dass man weiß, wer das ist und dass man weiß, was das für Musik ist, ich finde, das kann man schon von jedem Produzenten, der sich mit Songwriting beschäftigt, kann man das verlangen, dass er sich damit einmal beschäftigt hat. Und ich meine nicht nur, dass er irgendwie einen Zeitartikel darüber gelesen hat oder dass er sich einmal die Single angehört hat, sondern dass er weiß, was das für Musik ist im Kern. Und das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Das heißt, dass er einmal geguckt hat, was ist das für ein Genre und was ist speziell für diese Art von Musik. Weil man kann darüber sagen, was man will, aber die ist mega erfolgreich. Und dann muss man sich als Songwriter, der eben genau diese Voraussetzung hat, über die wir vorhin gesprochen haben, dass er Musik jemandem präsentieren muss, der daran die Qualität von Musik misst. Darüber muss man sich im Klaren sein. Ein Verlags-A&R, der kümmert sich während seiner Arbeitszeit nicht darum, ob er irgendwas persönlich gut findet oder nicht, sondern er kümmert sich darum, kann das erfolgreich werden oder kann es nicht erfolgreich werden? Das heißt, wenn man dem einen Song schickt, kann sein, dass man die Rückmeldung kriegt. Also ich persönlich finde den Song total süß, aber ich glaube nicht, dass wir damit irgendwas anfangen können. So, ja? So. Das heißt, man muss sich darüber im Klaren sein, dass man mal rausfinden muss, durch analytisches Hören, wie wird diese Musik eigentlich gemacht und was ist das Besondere daran? So, ja? Und bei mir persönlich ist es so, dass ich dadurch oft auch den Reiz an der Musik dann irgendwann entdecke für mich persönlich und das dann möglicherweise auch hier und da mal ein bisschen cool finde, wenn es geil gemacht ist. Aber dass man erstmal rausfindet, was sind so genrespezifische Tempi zum Beispiel. Das heißt, dass man in einer Session nicht mehr drüber nachdenken muss, wenn jemand sagt, ich würde gerne eine Deep House Nummer machen. Was macht das wohl sein? 75, 92, keine Ahnung, so, muss man sich das abgespeichert haben, so, da muss man gucken, was gibt es für Grooves, so, wenn jemand sagt, ja, oder lass uns doch mal irgendwie sowas Capital Bra-mäßiges machen und du denkst dir, ja geil, dann, keine Ahnung, mache ich jetzt irgendwie da so einen heftigen Polka-Move drauf, so, und du weißt halt nicht, wie man einen Afrobeat baut, so, dann ist es halt irgendwie dumm, so, dann musst du dir merken, dass du dich darauf vorbereiten musst fürs nächste Mal. So, in der Session hörst du dann keine Referenzen mehr oder so? Kann sein, dass man nochmal detailliert reinhört, ja. Aber ich kann da nicht ständig zwischen dem einen und dem anderen Song hin und her springen und gucken, fuck, wie ist das denn? Wie ist das nochmal? Also, das geht nicht. So. Das muss man vorher sich einmal angehört haben. Wenn man sagt, ich möchte gerne Afro-Trap machen, dann muss man sagen, ah, zack, Samba-Klave. So, ich weiß es. So, ich weiß, wie das geht. Das ist es. Oder wenn jemand sagt, was weiß ich, ich möchte gerne sowas, was weiß ich, irgendwie einen so einen West Coast Jay-Z-Beat darauf haben, dann weiß man auch ungefähr, wie das funktioniert. So, darum geht es. Also dann weiß man, was ist das für ein Tempo ungefähr. Wie, da macht man halt keinen Four-to-the-Floor-Groove drauf. So, ja. Und dann hat man im Kopf so, was ist denn wohl der geilste Beat, den Jay-Z gemacht hat? Ja, keine Ahnung, Umbrella, wie geht der dann nochmal? So, ja, so. Das meine ich. Das gleiche gilt auch für Sounds, so, dass man ungefähr weiß, in welcher Klangwelt findet das statt. So, ja. Dass man halt nicht sagt, wenn der Künstler kommt und sagt, ich finde irgendwie... Ich finde die Black Keys voll geil, lass uns mal sowas machen. Und man sagt, ja cool, dann lege ich jetzt erstmal eine 808 Clap an. So, das ist natürlich nicht so gut. So, Black Eyed Keys. Genau, verwechselt. So, genau. Das ist wirklich peinlich. Ach so, ja. Dann aber auch eben Chordstrukturen, ne? Dass man ungefähr weiß, jemand sagt, ja, keine Ahnung, irgendwie
Beatles. Ich finde die Beatles schön. So, ja. Und dann weiß man ungefähr, wie viele Harmonien gibt es denn da ungefähr pro Song. Oder gleichzeitig, wenn man, wenn jemand kommt und sagt, ich finde irgendwie Bowser gut, dann weiß man halt ungefähr, wie viele Akkorde braucht man wohl, um so einen Song zu machen. Weil man auch ein bisschen gucken muss, dass es am Ende irgendwie stilistisch Sinn macht. Ne? Und wenn man dann eine super komplexe Chordstruktur baut und denkt, da mache ich jetzt einen Trap-Beat drauf und dann ist das bestimmt wie ein Bowser-Track, nur in geiler. So, ja, das ist halt Quatsch. So, das ist es halt einfach nicht. Das findet halt keiner geiler, nur weil es mehr Akkorde hat. Das ist einfach für diese Musik dann nicht geeignet. So, ja. Und das muss man, das sind Sachen, finde ich, die kann man, ich sage nicht nur, hört euch den New Music Friday an. Ich sage, hört euch den New Music Friday so an, dass ihr hinterher daraus irgendwelche analytischen Informationen gezogen habt. So, ja. Und wisst, nicht nur, ich kann den neuen Song von Nico Santos wirklich nicht leiden, sondern auch, wie ist der gemacht? Trotzdem. Das meine ich. So, zum Beispiel. Das mache ich auf jeden Fall. Dass du wirklich sagst, so, oh boy, it's time for. Wenn ich einen halben Tag frei habe, dann höre ich mir, genau, dann, genau. Hinsetzen, anhören. Oder eben auch, wenn mir jemand sagt, hast du ausgecheckt, es gibt jetzt, was weiß ich, Lil Homeboy Pump, so, ist jetzt der neue heiße Scheiß, der hat 555 Millionen Streams und ich sage mir, was habe ich noch nie gehört, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, so, was weiß ich, dann merke ich mir das und dann höre ich mir das, wenn ich das nächste Mal einen halben Tag frei habe, dann höre ich mir das an. So, ja. Das geht halt nicht anders. So, und ich lasse mir deshalb keine Festheads stechen. So, ey, aber ich weiß trotzdem, wie die Mucke gemacht wird. So, ey, ja, das meine ich. So, und jedes Mal, genau. Genau, ganz genau. Und dann eben auch die Klangbilder analysieren. Ne? Weil man muss am Ende des Tages das auch klanglich zusammenschieben, das Ding. So, ja? Das heißt, man muss auch ungefähr wissen, wie viel Bass hat sowas üblicherweise? So, ey. Und wie, keine Ahnung, wie hell ist sowas üblicherweise? Da kommt jemand und sagt, ich finde die letzte Drake-Platte voll geil. Und da musst du halt wissen, da macht man halt ein bisschen einen anderen Vocal-Sound, als wenn jemand sagt, ich finde die letzte Katy Perry-Platte mega geil. So, und das muss man so ein bisschen, also da geht es nicht darum, dass es genauso klingt später, sondern es geht darum, dass man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, damit man das einfach schnell abrufen kann. Und dafür empfehle ich immer, auch mal Songs oder Sounds nachzubauen. Wenn es Songs sind, die ich nicht auditiv schnell erfassen kann, also die ich höre bei Spotify und denke, ah, okay, so funktioniert das. Ah, ja, ja, gut, und dann ist hier in der Mitte so ein Dings und dann hier ist diese und das ist die Snare ungefähr, so, sowas nimmt man da und dann sind da Stomps drauf auf Fiddeln, so, nice. Sondern ich denke, boah, das ist irgendwie, also es ist nicht meine Mucke, vielleicht auch schon, weiß ich nicht, aber ich weiß nicht genau, wie das gemacht ist. Dann setze ich mich auch mal hin und sage, ich versuche jetzt mal 8 Takte sowas zu machen. Weil das ist die einzige Möglichkeit rauszufinden, wie das gemacht ist. Und dann höre ich hin und her und sage, boah, das klingt immer noch voll anders. So, wie kann das sein? Ach klar, da ist irgendwie unten die ganze Zeit, es gibt gar keinen Bass, sondern es gibt nur eine 808 oder so. Was weiß ich, so. Ja. Und dann Referenztracks sammeln, natürlich. Ne? Sprich, macht euch eine Playlist für euch ganz persönlich, so, die ihr nicht bei Facebook teilt. So, und knallt da Referenzen rein. Also den geilsten Trap-Track, wie ihr, den ihr am geilsten findet. Oder irgendwie den, meinetwegen auch den erfolgreichsten oder sowas. So. Ja, dass es einfach so eine kleine Liste an Referenzen gibt, in die ihr reinspringen könnt, wenn es mal super schnell gehen müsst und ihr vergessen habt, ob der jetzt irgendwie Lil Pump oder Lil was weiß ich heißt. So, ja. So. Und das heißt, einmal eine Referenzliste für euch selber, in der ihr nachgucken könnt, aber auch für die Kommunikation mit dem Künstler. Weil wenn der Künstler sagt, so ich, ja, keine Ahnung, was gibt's denn da eigentlich noch für irgendwie Tracks? Und du kannst schnell sagen, ey, ich habe hier einen zum Beispiel, den fand ich persönlich ganz geil und du musst den halt nicht suchen, sondern den gibt es da einfach. So, das ist super, super hilfreich und spart Zeit. Ganz viele Sachen, die ich sage in diesem Kontext, sind darauf bezogen, dass es Zeit spart. Weil das mega wichtig ist. Weil alles, was dem Schreiben von Melodie und Harmonie und irgendwie Vokallinie und Text im Wege steht, an dem Tag, das braucht kein Mensch.
das muss so schnell gehen wie möglich. So, ne? Und das gilt für die Kommunikation, aber eben auch, oh fuck, wie war das nochmal mit der Musik? So, ich muss mal kurz nochmal nachgucken. So, ey, das darf halt einfach nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Dann aber auch im Vorfeld den Künstler, mit dem man arbeitet, zu analysieren. Ja, das, ich meine, ich habe vorhin gesagt, wir haben keine lange Vorbereitungszeit. Aber vielleicht habe ich um 11 Uhr eine Writing-Session und dann steige ich um 9 Uhr ins Auto, fahre ins Studio und denke aber von 9 bis 11 schon mal drüber nach, was an dem Tag wohl passieren kann. Ja, das ist, natürlich ist das nicht genug Vorbereitung für eine Produktion, aber für ein Writing versuche ich die Zeit so sinnvoll zu nutzen, wie es geht. Ja, das heißt, ich höre natürlich die letzten Releases des Künstlers, ist völlig klar. Ich bin da schon mal im Bilde, bevor die Session losgeht. Ich komme also nicht an und sage, möglicherweise komme ich an und sage, was hast du denn sonst noch für Songs? Aber ich habe die natürlich alle schon mal gehört. So, ja. Da geht es dann nur darum, rauszufinden, welchen findest du eigentlich am geilsten von den Songs, die du bisher veröffentlicht hast. So. Oft gibt es auch keine letzten Releases. Ne? Das heißt natürlich nur, wenn es welche gibt, dann ist das ein wichtiger Punkt. Das Gleiche gilt für ein Briefing. Tatsächlich gucken, was steht da eigentlich drin. So, ja. Und nicht nur, ja, da war irgendwas mit Sam Smith, sondern es ist einfach, manchmal sind da irgendwo Details drin, die waren dem Künstler wichtig und die stehen, sind irgendwann so klein und dann steht da unten drunter, was dem Verlag wichtig ist und das ist da irgendwie so groß unten drunter. So, manchmal gibt es kein Briefing, ist das ein Punkt, der fällt aus. Dann Stil des Künstlers einschätzen. Du gehst mal einfach mal kurz auf Instagram, guckst den Typen mal an oder die Frau. So, und dann weißt du ungefähr schon mal, worauf du dich da einlässt an dem Tag. Ja, nehmen wir an, es gibt kein Briefing und es gibt noch keine Releases und so. Und dann guckst du mal und dann siehst du, der fotografiert sich immer in einem irgendwie Karohemd vor Heuballen mit was weiß ich, so, mit dem Hut auf. Dann weißt du ungefähr schon mal, was könnte der wohl geil finden. Und dann kommst du nicht in die Session und spielst ihm eine Capital Bra nochmal vor. So, und gleichzeitig, wenn er morgens halt seine neuen Yeezys präsentiert hat, dann sagst du halt nicht, geil, lass uns mal einen Country nochmal schreiben heute. So, und dann auch schon mal kurz, vielleicht, wenn man vorher 10 Minuten Zeit hat, weil der Künstler kommt immer 10 Minuten zu spät, dann nutzen die 10 Minuten, um schon mal zu gucken, was hatte ich denn da von meiner Recherche irgendwo schon mal an Musik abgelegt, die ich jetzt direkt mit dem Künstler assoziieren würde. Das heißt, dadurch, ich habe den einmal gesehen und ich denke, geil, wie heißt denn nochmal diese Nummer von Hoosier, die ich irgendwann mal in diese Playlist gelegt habe? So, die höre ich mir jetzt schnell nochmal einmal an. So, alles auf Basis dessen, wie schätze ich eigentlich den Künstler ein, bevor ich ihn kennengelernt habe. Ey, das kann sein, dass es in 50% der Fälle kommt der Künstler oder die Künstlerin an und ist halt ein ganz anderer Typ, als du gedacht hast. Das kommt mega oft vor, oft sehr im positivsten Sinne, manchmal auch durchaus im negativen Sinne, aber es ist auf jeden Fall, kommt es vor, dass es ganz anders ist. Aber wenn es in 50% der Fälle, wenn du dir vorher einen richtigen Gedanken gemacht hast zu dem Thema, so, dann hilft dir das an dem Tag. Und wenn es nur ist, du sagst, ey, ich habe übrigens gestern diesen Track gehört, den finde ich persönlich voll geil. Und der Künstler sagt, voll geil, den finde ich auch mega geil. Dann ist direkt, hat ein Bonding stattgefunden, man hat an dem Tag einen viel besseren kreativen Flow. Ja. Das ist der Punkt Recherche. Das kann man im Vorfeld rechercheseitig machen. Dann ist für mich ein super relevanter Punkt, ich bereite mir Presets vor. So, ja. Und damit meine ich nicht, ich habe, wie du vorhin fragtest, ich habe Song-Sketches, die ich vorbereite, sondern ich habe einfach nur Elemente für ein Arrangement, die klanglich vorbereitet sind. Sprich, ich bereite Basissounds vor, die fertig sind und die ich einfach reinziehen kann. Zum Beispiel, ein Klaviersound ist immer vorbereitet. Das heißt, ich muss nicht mehr gucken, oh, wie hieß denn nochmal von Native Instruments, das, dieses geile Klavier so und dann irgendwie, was braucht man denn da, vielleicht mache ich dann noch einen Equalizer drauf und so, sondern es gibt halt einfach erstmal ein fertiges Setup. Das heißt, wenn der Künstler sagt, ich will irgendwas heute mit Klavier machen, dann klicke ich halt zweimal und dann gibt es halt ein Klavier, das funktioniert. Ja? Ich habe glücklicherweise auch irgendwo ein Klavier rumstehen, aber irgendwann muss es ja doch in den Computer rein und dann ist es gut, wenn es da schon mal, wenn es sowas schon mal gibt. Oder es gibt ein Gitarren-Setup, das vorbereitet ist. Ne? Und damit meine ich nicht,
damit meine ich, es gibt Leute, die sagen, ja, oder vielleicht machen wir da so einen Fender-Sound und dann bauen die erstmal einen Amp auf und dann fangen die an, den zu mikrofonieren mit zwei Mikrofonen und sagen, ja, das fasst aber noch und so, dafür ist halt keine Zeit. Das finde ich bei einer Produktion super, finde ich das super geil. So, ja. Aber im Songwriting geht das halt einfach nicht. Sondern habe ich halt einen Camper, den mache ich an, dann stecke ich da ein Kabel rein und dann geht das los. So, ja. Und da weiß ich genau, ich habe 5 Sounds mir abgelegt und diese 5 Sounds sind gut. Und da weiß ich genau, ja, ich will jetzt sowas, also mache ich jetzt das. So, ja, sofort. Und die sind halt auch schon fertig. Ja, da ist alles drauf, was da drauf sein muss. Und die gibt es vielleicht einmal mit Spring und einmal ohne Spring. Und dann muss ich auch nichts mehr an diesem Gerät machen. Das gilt auch für ein, zwei so Classic Synth Sounds. Wenn man sagt, oh, das wäre schön, wenn da noch so mal so ein Pad drauf wäre, dann habe ich halt ein Pad. Irgendeins. Was oft gut funktioniert hat. Ja, das ist jetzt auch nicht der Ultra-Umfang, den du da hast. Nach Genres, ich habe da schon irgendwie 30 Synthes. Nein. Doch, was eingeteilt hast. Und einfachstes. Balladen-Piano und das. Nee. Das kann ich alles irgendwann machen. Dann mache ich abends dann in der Mischung, sage ich, oh, das ist mir irgendwie, es ist jetzt doch irgendwie mehr so eine hausigere Nummer geworden, dann müsste das Klavier eigentlich dünn und hell sein, dann mache ich halt ganz schnell dünn und hell. So, aber es bleibt dasselbe Klavier. So. Dann schon mal ein bisschen Drums vorbereiten, so, dass man irgendwie schon mal ein bisschen ein Setup hat, in dem man weiß, wenn der jetzt oder wenn die Künstlerin jetzt einen irgendwie so eine James Bay Nummer machen will, dann habe ich irgendwie so ein 70er Set mit so ein paar Effekten drauf und das klingt auch schon mal nice und dann kann man damit schon mal irgendwas machen, so, und dann muss man nicht mehr ein Schlagzeug mikrofonieren kurz, so, oder irgendwie durch 100.000 Plugins und sagen, irgendwo gab es da aber auch so eins, das war so ein bisschen räumlicher, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, sondern es gibt halt eins, das funktioniert schon mal. Ja. Und auch Samples zu nehmen, die man schon mal sortiert hat nach so nach Art der Sounds und vielleicht nach Genre. Also wenn es um elektronische Drums geht, dass man einmal schon mal möglicherweise sich doch eine kleine Ordnerstruktur angelegt hat, wo man weiß, also ob die jetzt irgendwo auf deiner Sample-Festplatte liegt oder ob die irgendwo im, du die irgendwo unter User-Presets in Maschine abgelegt hast oder wie auch immer du das machst. Aber dass du schon mal weißt, es gibt ein Kit, das heißt Trap-Kit. Und das ist, klingt halt wie aktuelle Trap-Musik, einfach okay. So, ja. Ist nicht das Geilste, so keine Ahnung, es wird nicht auf die neue Kitschkrieg-Platte kommen, aber es ist für den Tag okay. So. So. Und du sitzt nicht da und denkst, ach so, Trap, so, ich habe jetzt aber irgendwie gerade nur das Kit, was so klingt wie, keine Ahnung, das erste Beatles-Album. Sondern, dass du einfach das schon mal grob vorsortiert hast. So. Und dass du halt weißt, es gibt da irgendwo so einen Deep House Clap. So, oder es gibt, und den finde ich auch sehr schnell. Dann lege ich Preset-Kanäle an. Zum Beispiel für eine Vocal- und Effektkette. Das heißt, wenn wir an den Punkt kommen, dass der Sänger sagt, ich würde jetzt gerne da schon mal einen Sketch-Vocal aufnehmen, dann importiere ich einen Vocal-Block. Und da sind alle Inserts drin, die ich für einen Vocal-Sound in der Mischung auch verwenden würde. In vereinfachter Form. Aber zeige ich euch gleich mal einmal separat beispielhaft zum Beispiel. Aber da ist erstmal alles da, womit ich einen Vocal Sound machen kann. Ja. Weil ich weiß, dass ich später ja irgendwie auch noch eine Mischung machen muss an dem Tag. Und dann brauche ich den Kram sowieso. Und der Künstler will direkt nach dem Take seine Vocals abhören. Und er will auch, dass die geil klingen. Weil sonst findet er das einfach nicht so geil. Das kann ich auch verstehen. Wenn ich selber irgendwas aufnehme für eine Demo oder irgendwie so mal schnell so, und ich höre mir das danach an und das klingt halt voll scheiße, dann finde ich das super scheiße. So, das geht halt nicht. Und das heißt, da muss halt irgendwie auch schon ein Hall drauf sein, der okay ist. Und der nicht super laut ist und mega lang, sondern der das macht, was ein Hall machen soll in der Popmusik, aber wo du hinterher nicht die Diskussion führen musst, ja, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir stilistisch auf dem richtigen Weg sind, nur weil der Hall zu laut war. So. Auch da nochmal Bezug auf die Referenzplaylist, in die man schnell reinspringen kann, um sowas schnell abzugleichen. So, ja.
Das ist zum Beispiel jetzt dieses Vocal Setup, von dem ich sprach. Ja. Es gibt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier am sinnvollsten, kann man hier, nee, kann man nicht. Wie mache ich das? Ah, hier kann ich das, glaube ich, zeigen. So, zack, mit so einem Laserpointer. Es gibt hier einen Vocal-Kanal, den importiere ich. Und da sind, oh Gott, das ist doch super sinnlos gerade, ne? Mit diesem Laserpointer. Den importiere ich und da sind einfach ein paar Plugins drin, von denen ich weiß, dass ich sie brauche. So, ja. Da ist als allererstes ist ein Autotune drin. Und weil wir den Song gerade geschrieben haben, weiß ich auch, welche Tonart die Nummer hat. Und dann lasse ich die erstmal drin. Und wenn irgendwann irgendwas passiert mit diesem Autotune, mache ich sofort aus. Und dann lasse ich es auch aus, weil ich habe keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Aber ich weiß genau, kein Künstler und keine Künstlerin hat Bock, sich nach einem Take. Du kannst nicht erwarten, dass die erste Performance irgendwie pitchmäßig super gut ist, weil es gibt 100.000 Sachen, auf die sie sich konzentrieren müssen. Es sind neue Melodien, neuer Text, alles ist irgendwie dumm. Ja? Aber die haben keine Lust, sich einen Take anzuhören, der irgendwie out of tune ist. Das will keiner hören. Also ist da erstmal schon mal irgendwas drauf. Und der ist super moderat eingestellt, aber es gibt auf keinen Fall die Möglichkeit, dass irgendwo irgendwas unangenehm zu hören ist. Dann gibt es ein Trim-Plugin. Das ist einfach nur in Pro Tools die Möglichkeit, zwischen zwei Inserts den Pegel neu anzupassen. So, ja. Weil jetzt folgt meine Vocal-Effekt-Kette. Und meine Vocal-Effekt-Kette wird nur gesteuert von diesem Trim-Plugin. Das heißt, es ist völlig egal, wo ich bin und mit welchem Preamp ich aufnehme und mit welchem Mikrofon und wie laut der Eingangspegel ist. Ich weiß genau, das Plugin danach ist immer auf minus 6 dB. Dann stimmen auch alle Kompressoren, die danach kommen. Und das passe ich einfach schnell einmal mit diesem Trim-Plugin an. Ich mache Trim auf, das Plugin danach, stelle einmal schnell den Trim so ein, dass es auf minus 6 dB ist und dann gucke ich mir die anderen Effekte nicht mehr an, bis ich abends den Mix rausspiele. Ja. Dann kommt, bitte? Das ist super smart. Dann kommt ein Basis-EQ, erste Basis-EQ. Das ist bei mir der. So, auf keinen Fall geht jetzt irgendjemand los und kauft sich irgendeins von diesen Plugins, die ich benutze. Das ist völliger Quatsch, macht das mit irgendwas anderem. Das ist einfach ein Basis-Low-Cut. So, der ist halt einfach drauf, damit die Kompressoren keinen Scheiß machen, wenn es poppt. Und damit man auf keinen Fall irgendwo auf der sich anhören muss. Sonst macht er auch gar nichts. Dann kommen zwei Kompressoren, ein reines Standard-Setup und die machen immer genau das, was sie sollen, wenn der Low-Cut-Verfilter davor auf minus 6 dB Output peakt. So, ja. Dann gibt es einen De-Esser, super moderat, der macht irgendwie, was weiß ich, 3 dB S-Reduction bei 10K, nur damit es nicht nervt. Dann gibt es einen zweiten EQ, der macht nochmal einen Low-Cut, weil dieser komische LA2A von Universal Audio, der macht manchmal keine Ahnung warum. So, aber der macht das dann nochmal weg und dann macht er ein bisschen mitten raus, damit es nicht irkig wird und macht ein bisschen Präsenz rein, damit man es besser hören kann. Aber nichts Wildes, gar nichts Wildes. Und dann gibt es, was gibt es noch? Ach so, ja, und dann ist da ein Limiter drauf und der macht, wenn irgendwo irgendwas super laut ist, dann nimmt der oben mal 2 dB einfach ab. Das ist alles. Das ist aber trotzdem eine Sache, die, wenn ich sie jedes Mal neu konstruieren müsste, dann würde mich das, keine Ahnung, vielleicht eine Viertelstunde dauern oder so, oder 20 Minuten. Und 20 Minuten kann ich besser in Gedanken zu einer Textzeile investieren, als zu, wie war das denn nochmal, wo ist denn jetzt das S? Völlig egal, wo das S ist. Das können andere Generationen rausfinden, die das später produzieren, das Ding. So, ja. Dann gibt es einfach schnell einen Modulation-Effekt, der schon im Send beschickt wird. Genau, den hast du auf dem Send, hast du so einen Makrobefehl, dass du drei Spuren gleichzeitig erstellst? Oder? Ich habe einfach eine Preset-Session und ich importiere einfach Session-Daten. Vocals, zack, sofort. Ja, und die liegt bei mir auf dem Desktop und dann sofort. Das geht makrobefehlsfrei im Grunde. Und da ist einfach nur ein, keine Ahnung, das ist jetzt ein Waves-Plugin, aber man kann das auch natürlich mit irgendeinem anderen Modulation machen. So ist einfach irgend so ein Zeitverzögerer und irgendwie ein Chorus gleichzeitig. Und dann gibt es einfach einen schnellen Verb. Da habe ich meistens irgendwie den, weil...
Ja, es gibt drei verschiedene Modi. Es gibt so Color, Now, 60s oder 70s oder 80s. Und 70s ist so orange, 80s ist blau, Now ist schwarz, glaube ich. Und dann nehme ich halt einfach so ein Vocal Plate Ding, weil das ist gut, das ist nicht so lang. Aber es macht irgendwie so ein bisschen, hüllt so ein bisschen ein. Und vor allen Dingen, es hat mega wenig Latenz, weil das willst du natürlich nicht haben in so einer Session. Du weißt noch nicht genau, ob du nicht noch irgendwas Relevantes aufnehmen musst oder so. Deshalb habe ich keinen Bock auf Plugins, die crazy Latenz machen. Das ist erstmal ein Setup, mit dem kann ich Vocals aufnehmen und die Vocals klingen auf jeden Fall okay. Ja. Und dabei ist es fast egal, mit welchem Mikrofon man das wo macht. Ja. Weil das weiß man ja immer nicht so ganz genau. Ähnliches gilt für ein Klaviersetup zum Beispiel. Ich habe immer dieses Klavier. Hast du noch eine ganz kurze Frage? Also, ja. Spezifische Frage. Hast du kein Hi-Cut auf dem Reverb? Funktioniert das für dich so? Es ist doch, glaube ich, im Setup vom Verb ist, glaube ich, ein 12K Hi-Cut. Scheißegal. Also, ist nicht. Ja, ich mache ihn dann natürlich irgendwann matter wahrscheinlich. Also, aber ja, ich mache Hall normalerweise recht matt, das stimmt. Aber so, ja, erstmal ist es okay. Und er ist auch nicht so lang, deshalb nervt es auch meistens nicht. Ich meine, 1,19 Sekunden ist halt erstmal nix. Eine Plate ist meistens eher 2,8 Sekunden lang. Und dann musst du sie natürlich deutlich matter machen. Das macht es ne? Ich benutze immer dieses Klavier als erstes. Und das ist nicht, weil es das geilste Klavier der Welt ist, sondern weil man mit dem relativ viel machen kann, habe ich das Gefühl. Man kann das super hell machen, man kann das super matt machen und es klingt immer relativ okay. Außerdem habe ich das irgendwie, hat mir das einmal gefallen vor, weiß ich nicht, 7 Jahren oder so. Und seitdem habe ich das einfach immer benutzt, weil das ist ja mein Preset-Klavier. Und ich habe halt keine Zeit mehr, darüber nachzudenken in so einer Session. Deshalb gibt es bestimmt tollere Klavier-Plugins, aber in Produktion brauche ich die meistens nicht, weil dann nehme ich halt ein Klavier natürlich. Und in der Writing-Session habe ich keine Zeit, drüber nachzudenken. Und darauf folgt einfach ein super einfacher EQ, der macht so ein bisschen obere Mitten und so ein bisschen Bass raus. Und dann gibt es einen Kompressor, der macht so ein bisschen, dass es so ein bisschen mehr nach Pop-Klavier klingt. Das war's. Ist auch irgendwie ein Standard-Pro Tools-Stock-Scheiß-Plugin. Egal. Ja. Aber eben sowas ist halt einfach vorbereitet. Ne? Dann finde ich wichtig, dass man sich um seine Library kümmert. Ne, das habe ich vorhin bei den Drums schon mal angedeutet. Pflegt die Sample Library. So, manchmal holt man sich dafür eine Session irgendwo irgendwas rein und dann irgendwann wird es chaotisch. Dann knall den Scheiß wieder raus, von dem du weiß, dass du ihn halt nur einmal brauchst. Das heißt, sortiert die Drum Samples, sortiert euch ein paar nice Riser oder sowas, die ihr schnell reinziehen könnt. Ein Reverse Becken. Aber haltet das super einfach. Und wenn dann irgendjemand sagt, so, oh, irgendwie, der hat, Chorus hat noch nicht so Impact, dann sagst du halt, ah ja, habe ich einen Teil. Ein Teil, das heißt Chorus Impact. Und das kommt dann halt rein. Weil es ist egal. Es muss nicht der Weisheit letzter Schluss sein, sondern es ist sowieso vorläufig. Es muss erstmal nur schnell Impact machen. Und eben alle Samples, wie auch schon vorhin bei den Drum Samples erwähnt, gerne auch genreseitig sortieren. Weil natürlich gibt es einen durchaus auch vielleicht einen Impact-Sound, der funktioniert bei irgendwie Robin Schulz ganz gut. Aber der funktioniert vielleicht bei Sam Smith nicht so gut. gegebenenfalls nutzt ihr vielleicht eine Online-Library oder so. Ich weiß nicht, macht ihr sowas? Also irgendwie Splice oder Noise oder so? Ja, macht ihr. Nutzt du das? Ja, ich habe zum Beispiel Noise, weil ich es irgendwie übersichtlicher fand. Aber es ist eigentlich das Gleiche. Und ich finde, ich brauche das vielleicht zweimal oder dreimal im Monat für irgendwelche speziellen Sounds, weil der Künstler sagt, ey, ich hätte da gerne so einen oder sowas. Und ich sage, guck ich halt mal. So, keine Ahnung. Oder ich suche irgendwie mal einen Drum-Sample
oder sowas. Weil der Künstler sagt, ich habe aber letztens auch so einen Track gehört, da war so ein Chainsound statt einer Snare. So, ey, und den habe ich halt zufällig gerade nicht da und dann hole ich mir den schnell daher. So, ey. Aber es ist natürlich eigentlich Quatsch, weil ich, also jeden Monat sagen sie mir, you have irgendwie 15 GB rolled over from the last fucking month. So, und ich sage mir, ja, keine Ahnung, ich habe halt nur 72 Megabyte Samples runtergeladen diesen Monat. Das ist eigentlich natürlich Quatsch. Aber in der Situation ist es halt super schnell und du musst halt nicht irgendwo im Netz suchen. So, deshalb lohnt es sich für mich persönlich. Aber deshalb sage ich gegebenenfalls, weil auf keinen Fall muss man das machen, sondern man kann irgendwie bestimmt auch irgendwie entweder seine Library so aufbauen, dass man sowas schon da hat, oder es gibt, oder man hat einfach einen guten Überblick über ein kostenloses Angebot und dann kann man Sachen suchen. So. Für mich ist es okay, weil ich das professionell nutze, ist es eine okay Sache und dafür ist es super praktisch. Vor allen Dingen sage ich aber, schränkt eure Auswahl an Sounds ein. So, das, was ich die ganze Zeit sage. So, also es ist cool, wenn man 32 Synthesizer-Plugins hat und einen Rack mit analogen Synthesizer-Scheiß. Das ist für eine Produktion mega geil. Und dann kann ich mich da einen Tag hinsetzen und versuche einen Synthesizer-Sound zu machen. Aber im Songwriting ist das mega nervig, wenn man sagt, wie hieß der nochmal? Ich hatte doch mal da so einen geilen Brass-Sound irgendwann. Da war der auch nicht drin. Das geht nicht. Sondern es muss Brass, zack, fertig. So, ja, Profit. Egal. Und dann ist es halt einfach. Dann ist es das halt einfach für den Moment. Und ihr würdet euch wundern, wie viele extrem unterschiedliche Sounds man einfach mit so einem Preset-Ding machen kann. Niemand sagt hinterher, ja, also von dem Tautorad, da kriege ich immer Songwriting, die Musik klingen alle völlig gleich. So, sondern man kann das extrem unterschiedlich anbieten trotzdem. So, ein Klavier, zwei geile Synthpads, keine Ahnung, so Vocal-Effekt-Plugin. Auf keinen Fall fängt mir irgendjemand an zu überlegen, welcher EQ klingt denn jetzt wohl am fettesten gerade für diese Kickdrum? Nehme ich da jetzt eher den API oder eher den Neve? Das auf keinen Fall. Das interessiert in diesem Zusammenhang keine Sau. Und das gilt eben für alles, auch für Samples und so. Wenn ihr ein geiles so Lo-Fi 90er Rap Motown based Kit habt, dann reicht das aus. So, ja? Um allen klar zu machen, was ihr wollt damit. So, ja. Und ansonsten schießt ihr euch einfach eine Kugel im Kopf um 17.30 Uhr am ersten Songwriting-Tag. Mhm. Jetzt ist die Frage, das ist alles, passiert alles vorher. Jetzt ist die Frage, wie kann man während der Session darauf reagieren? Ne? Wenn jetzt der Künstler da halt sitzt und losschreiben will, so, was können wir dann machen, um unserer Rolle als Produzent im Writing gerecht zu werden. So, ja. Ich sage für mich persönlich, und ich rate das oft vielen anderen auch gestern so in dieser Runde und so habe ich das oft gesagt, weil ich das für einen super veritablen Punkt halte. Wenn es irgendwie geht, empfehle ich die Basis des Songs erstmal an irgendeinem Instrument zu schreiben, so, ja, bevor man sich hinsetzt und einen Drum-Sound aus seiner Library wühlt oder überlegt, welcher Brass-Synth war denn nochmal der so klingt wie diese Nummer von Radiohead, von der ich auch nicht mehr weiß, wie die heißt, würde ich erstmal gucken, was sollen das ungefähr für Akkorde sein. Ich setze mich mit einem Künstler zusammen, ans Klavier oder an die Gitarre, und wir machen erstmal irgendwas, damit irgendeine Idee schon mal entsteht, bevor man, klar nicht, aber bevor man den Rechner anmacht im Grunde. So, ja. Ein Part oder mehrere Parts? Je nachdem, wie schnell es geht und je nachdem, wie, wenn der Künstler sagt, ja, das sind irgendwie coole Akkorde, lass uns die mal jetzt 10 Minuten spielen und ich denke mir schon mal eine Strophenmelodie aus, dann habe ich natürlich keinen Bock, die 10 Minuten zu spielen. Sondern dann denke ich mir, dann nehme ich sie schnell schon mal in MIDI auf, dann halt importiere ich mein Klavier, dann lasse ich es einfach 10 Minuten laufen, dann kann ich in der Zeit schon mal mir über andere Sachen Gedanken machen und er hat schon mal was zu tun oder sie hat schon mal was zu tun. Ja. Aber man ist nicht festgelegt auf Tempi, man ist nicht festgelegt auf die Tonart und man hat nicht die Gefahr, dass man sich mit irgendwelchen Sounds verzettelt, sondern man hat dieses eine Ding und das
kann man direkt manuell bedienen. Und da ist auch nicht irgendwie, warum funktioniert denn jetzt das Pedal gerade nicht und irgendwie, oder warum höre ich nichts und so, sondern es kommt einfach immer direkt was raus. Es funktioniert immer alles, wie es soll. Und ich glaube eben, eine DAW und ein Computer sind eine mega geile Sache. Aber die sind den ersten Schritten, wenn man so einen Song schreibt, und es gibt bestimmt Genres, da ist es nicht so, möglicherweise, aber meistens sind die im Weg. Bei der Findung von Melodien und Harmoniefolgen, bei einer Findung von vielleicht einer ersten Tempo-Idee oder so, finde ich, ist das der Sache im Weg. Das ist dann, machen wir 92, zack, dann fängt man an und dann merkt man irgendwann abends so, ach geil, eigentlich hätte die Nummer auch ruhig ein bisschen schneller sein können. Wenn du am Klavier sitzt, merkst du das sofort. Der Künstler fängt an, irgendwas zu singen, du merkst, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen schneller, vielleicht klingt das dann geiler. Und dann nimmst du das letzte Tempo und überträgst das. Und das ist dann vielleicht schon 95 und nicht 92. Ja. Außerdem hast du einen direkten Kontakt zum Künstler. Es gibt nichts Schlimmeres. Bei mir im Studio zum Beispiel ist es so, mein Tisch vor meinem Tisch ist quasi eine Wand sozusagen. So, dann geht es in den nächsten Raum. Da hinten sind alle Sitzgelegenheiten. Wenn ich jetzt anfangen würde, mich an den Rechner zu setzen und zu arbeiten, dann sitzt der Künstler irgendwo da und ich sitze da so und mache irgendwas. Und das ist voll scheiße. Da hat keiner Bock drauf. Die wollen ja zusammen mit mir einen Song schreiben. Das heißt, ich setze mich ans Klavier und dann fuddel ich irgendwas und der Künstler sitzt direkt neben mir und dann machen wir so ein bisschen, erstmal so ein bisschen Basisarbeit. Ja. Und weil wir ja nicht nur Produzent, sondern auch Co-Writer sind an dem Tag, ist es total wichtig, dass der Künstler den Eindruck hat, wir machen jetzt gerade hier was zusammen und nicht der macht da irgendwas am Rechner. Weil sonst fängt der Künstler irgendwann auch an, na gut, dann mache ich jetzt auch irgendwas mit dem Handy. So, und dann ist sowieso Hoffnung und Malz verloren, erstmal für die nächste Stunde. So, weil dann fällt ihm nämlich ein, dass er eigentlich um 12.32 Uhr einen ganz wichtigen Insta-Post absetzen soll. So, also wir sind flexibler in Akkordfolgen und Tempo. Wir können schnell irgendwas ändern. Wir müssen nicht, vielleicht ist es geiler, wenn der vorgezogen ist, der Akkord. Oh, dann muss ich jetzt erstmal in allen Instrumenten gucken, dass dieser Akkord vorgezogen wird. Sondern wir entscheiden das am Klavier und da geht das in einer Sekunde. So, im selben Moment ziehen wir den Akkord halt vor. Ja. Und zum Zeitpunkt, wo wir anfangen, irgendwelche Midis zu klicken, wissen wir das schon. Und dadurch spart man sich eben diese ganzen unnötigen Anpassungen in der Session. Ja. Man merkt sofort, wenn wir das jetzt ganz von tiefer machen, dann kann ich oben später eine Kopfstimme über den Chorus singen. Und dann weißt du schon, wir machen das einen ganz von tiefer. Da hast du aber noch nicht dir bei Splice ein Vocal-Sample in D-Moll gesucht und stellst fest, jetzt passt das da gar nicht mehr rein. sondern du weißt das eben alles schon in dem Moment, wo du die Session anlegst. Und ich finde es total hilfreich, wenn ich die Session ich schreibe auch in Pro Tools, aber es ist egal, in welcher DAW. Wenn man die Session erst anlegt, wenn ein ganz, ganz grobes Gerüst steht. Also man grob weiß, so und so viele Takte sind es ungefähr, vielleicht. So, ja. Das ist ungefähr das Tempo vielleicht. Und das finde ich eben dann ein sehr hilfreicher Punkt. Dann ist ein super wichtiger Punkt, ist, dass man in der Session flexibel bleibt die ganze Zeit. Damit meine ich, dass man jederzeit nochmal eine Tempoänderung machen kann. So, und das muss irgendwie schnell gehen. Dass man jederzeit schnell Sachen formal anpassen kann. Weil der Künstler wird kommen und wird sagen, ja, oder wir machen den Chorus noch einmal leise vor dem letzten Chorus. Und das muss dann halt schnell gehen. Ja. Oder der sagt, aber den C-Teil finde ich super schön, lass uns den noch doppelt so lang machen. Wenn du dann so, aber dann ist irgendwie jetzt und dann, keine Ahnung, so, und dann, wo, dann die Drums, die sind jetzt irgendwie verrutscht und so, und das ist halt blöd. So, dann muss man auch das entsprechende Skillset in seiner Software natürlich sich einmal antrainieren, dass sowas super schnell geht. So, ne? Dann natürlich so lange Sachen im MIDI halten, wie es geht, brauche ich euch nicht zu sagen, so, dass wenn man dann hinterher sagt, wir gehen doch noch einen Halbton runter, dass man das doch noch mal machen kann auch, im Idealfall. Also, dass man einfach so in allen Belangen so ein bisschen auf die Wünsche des Künstlers flexibel eingehen kann, noch in der Rechnerbedienung. Dann, dass man alles versucht, so einfach zu halten wie möglich, was nicht unbedingt kreativ notwendig ist an Komplexität. So, ne? Ich empfehle immer, die formale Struktur einfach zu halten. So, es mag super langweilig sein, dass es formale Strukturen von Songs gibt, die ganz oft funktioniert haben in den letzten 1000 Jahren.
Aber in so einer Writing-Session ist die formale Struktur eine Sache, die später schnell nochmal angepasst werden kann in der Produktion. Das mache ich als Produzent super oft mit Songs, die von anderen Kollegen sind oder die Künstler als selber geschriebene Songs mitbringen. Da wird oft nochmal was formal verändert. Das heißt, auch da muss man nicht zwingend davon ausgehen, dass das, was man an dem Writing-Tag macht, dass das unbedingt in Stein gemeißelt ist. Das heißt, erstmal zu sagen, es gibt eine Strophe, es gibt einen Pre-Chorus, es gibt einen Chorus, dann gibt es noch eine Strophe, dann gibt es einen Pre-Chorus, dann gibt es einen Chorus, dann gibt es eine kleine Mittelacht, dann gibt es einen Doppelchorus. Und davon erstmal auszugehen, dass das so ist. Und wenn der Künstler daran unbedingt irgendwas ändern will, dann ändert man es. Aber man hat erstmal irgendwie im Kopf, wir haben jetzt schon einen Chorus, wir haben jetzt schon eine Strophe, wir brauchen jetzt eine zweite Strophe, wir brauchen jetzt einen zweiten Chorus, wir brauchen irgendwas für den C-Teil vielleicht, aber den halten wir knapp so, dass man ungefähr weiß, geht auch auf die Recherche zurück, dass man ungefähr weiß, wie sind die Songs eines bestimmten Genres üblicherweise strukturell konzipiert, aber dass man da schon mal ein klares Gerüst im Kopf hat und dass man das einfach hält und dass man nicht denkt, wir machen heute formal große Kunst. So, weil das wird man nicht schaffen, da bleibt irgendwas anderes auf der Strecke. So, also so wie jetzt irgendwie, was weiß ich, irgendwie ein großer Björk-Song dasteht, so ist er nicht in einem Tag gemacht worden. So, sondern das ist dann doch ein langwierigerer Prozess. Das kann man von dem Tag und sich nicht verlangen, dass man sowas hinkriegt. Also muss man gucken, lass uns das irgendwie einfacher machen. Ne? Also das vereinfacht die Arrangement-Arbeit, weil man weiß, wie viele Formteile kommen noch, was muss da ungefähr noch passieren, damit das am Ende im letzten Chorus wieder Sinn macht. Es macht auch möglich, dass man mal was Copy- und Paste-mäßig behandeln kann. Wenn man sagt, ja, und im zweiten Chorus, da ist das dann eine ganz andere Tonart und dann rückt das irgendwie weg. Und im dritten Chorus, da ist das dann alles Halftime und alle Instrumente sind. Und dann sitzt du da hinterher, musst Vocals aufnehmen und merkst, kacke, jetzt kann ich ja, jetzt müssen wir noch, aber wir müssen jetzt noch zwei Chorus machen, es ist aber 12 und der Künstler muss eigentlich weg und so. Es ist halt nichts geiler, als wenn du dann sagen kannst, wir haben einen geilen Chorus, wir nehmen den jetzt für unser Demo erstmal dreimal oder so. Ja. Manchmal bleibt einem nichts anderes übrig. Und da ist es halt schön, wenn man es sich am Anfang ein bisschen einfach gemacht hat und für sowas später die Möglichkeit hat. Weil Raffinesse, das kommt in der Produktion. Jetzt geht es darum, dass es da einen Song gibt mit einer Melodie und einer Harmonie und einem Text. Das ist es. Und es strukturiert eben die ergänzende Produktion. Ne? Man weiß, wie viele Chorusteile müssen wir eigentlich aufnehmen. So, ja? Zum Beispiel, brauchen wir den einmal oder brauchen wir den mehrfach? So. Dann empfehle ich, empathisch zu bleiben die ganze Zeit. Also ich habe das vorhin schon mal angedeutet, immer zu gucken, wenn der Künstler eine kleine Reaktion zeigt, dann muss man das sehr ernst nehmen, ist meine Meinung. Weil man muss natürlich gucken, was gefällt dem Künstler. Und wir wollen auch dem Wunsch des Künstlers sehr nahe kommen an so einem Tag. Wir können das natürlich nicht komplett detailliert umsetzen, aber wir wollen dem schon sehr nahe kommen. Wenn der Künstler also irgendwann mal so oder so, dann weiß man, das ist jetzt gerade ein Arbeitsschritt, auf den hat er keinen Bock. Und dann lässt man den halt sein. Dann macht man halt was anderes. Und es schützt eben auch davor, dass man sich mit irgendwas beschäftigt, was den Künstler nicht interessiert am Ende des Tages. Und wenn der Künstler irgendwann abschaltet und sagt, ja, irgendwie fühle ich es jetzt auch nicht mehr so, dann sitzt du die nächsten 5 Stunden dran und machst irgendwas, auf das er hinterher keinen Bock hat. Und dann hört sich das niemals jemand an. Und dann ist wirklich der Sinn eines Writing-Tags absolut verfehlt. Deshalb empfehle ich immer, aufmerksam bleiben. Und es ist natürlich schwierig, weil man ist dann irgendwie am Rechner und man muss dann nochmal kurz gucken und jetzt soll der C-Teil gekürzt werden und dann muss das hier und dann sollen die Drums hier einen Takt später und so. Aber man muss trotzdem immer so ein bisschen auch gucken, was passiert hier eigentlich gerade so um mich rum noch. Und nicht verzetteln ist wichtiger finaler Punkt, nur nochmal Zusammenfassung als Erinnerung. Ne? Auf keinen Fall darf irgendjemand anfangen, irgendwas mega crazy mikrofonieren zu wollen. So, Ey, es macht alles Spaß, aber es ist nicht unsere Aufgabe an diesem Tag.
keinen Künstler interessiert an einem Writing-Tag, ob du da gerade einen echten LA2A benutzt oder irgendwie, das interessiert keinen. Mach das bitte nicht. Weil, oh nee, jetzt zerrt's, ich muss doch nochmal, wir müssen den letzten nochmal wegschmeißen, weil ich habe hier so einen ganz alten, keine 50er Jahre Radiokompressor, das interessiert keine Sau. In dem Zusammenhang interessiert das keine Sau. Damit kannst du dich beschäftigen, wenn du dann später die Platte machst mit dem Künstler. Die machst du aber nur, wenn der Künstler den Song geil findet. Und für den Song ist es egal, ob der Radiokompressor da drauf ist oder nicht. Und auch eben keine langen Sounds suchen und so. Effekte einfach halten. Also nicht, ich hatte dabei irgendwo noch den geilsten EMT-Hall der Welt, sondern das ist egal. So, Der Künstler will das nicht. Den interessiert das ein Scheiß. Ja, dann nimmst du irgendeinen Chorus, das meine ich. Ne? Aber du sagst nicht, ja, und ich habe hier noch ein 80er Jahre Original Dimension D, aber den müsste ich kurz noch irgendwie einmal reparieren. Irgendwo im Lager habe ich den noch. Und jetzt ist die Frage, gibt es noch allgemeine Tipps zum Abschluss? So, und das ist eben hauptsächlich neue Tools. Benutze kein Plugin, das du vorher noch nicht irgendwann mal in Ruhe ausprobiert hast. Wenn du dir gestern eine neue Brass Synth Sound Engine runtergeladen hast, dann benutze sie bitte nicht morgen in der Session. Es sei denn, du hast echt überhaupt nichts zu tun gerade, sondern benutze halt den Scheiß, mit dem du dich auskennst. Und wenn du irgendwann mal einen halben Tag frei hast, dann checkst du deine neu gekauften Plugins aus und guckst mal, ist da vielleicht ein Brass-Sound geiler als der, den ich sonst immer benutze. So, ja. Plant Zeit dafür ein, dass abends Vocals aufgenommen werden müssen. So, ja. Weil am Ende das Demo super, super intensiv davon abhängt, wie gut die Performance ist. Und wenn man sagt, ja komm, wir haben jetzt aber überhaupt keine Zeit mehr, sing das Ding nochmal einmal durch. Dann habt ihr den ganzen Tag euch Mühe gemacht und das Demo ist trotzdem voll scheiße. Und der Künstler hört sich das 3 Wochen später an und sagt, ja, irgendwie gefällt es mir aber nicht so, irgendwie gefalle ich mir da drauf aber nicht so. Ja. Und da einfach nochmal Zeit zu haben für 1, 2 kleine Moves, wo man nochmal einen Chorus-Einsatz gibt, nochmal einen kleinen Backing-Vocal, in der zweiten Strophe gibt es eine kleine Harmony-Vocal, sowas kann die Sache extrem aufwerten. Ne? Sammelt Vocal-Material für schlechte Zeiten. Es gibt immer den Fall, so, ey, ihr habt einen Chorus geschrieben, einen Pre-Chorus geschrieben, eine Strophe geschrieben, es gibt ein kleines Intro. So, ey. Und dann sitzt ihr da später, der Künstler musste weg. Und dann braucht man irgendwie irgendwas im C-Teil oder so. Und wenn ihr dann vorher gesagt habt, ey, bevor du gehst, können wir noch 2-mal durch die Nummer durch und du machst dann nochmal einfach random Adlibs drauf, was dir einfällt, dann ist da unter Garantie irgendein Ding dabei, das ihr so effektmäßig in den C-Teil einsetzen könnt. So, also einfach nochmal irgendwas sammeln. So, weil sonst sitzt ihr später da am Ende des Tages, macht diese Nummer fertig und denkt euch, Kacke, ist auch voll langweilig, wenn ich da jetzt nochmal die erste Chorus-Zeile reinschneide, aber ich habe halt nichts anderes. So, und wenn es nur ein Atmer ist oder irgendwas, ihr könnt da irgendwo nochmal einen Teil hernehmen und könnt es irgendwo draufsetzen und dann passiert da nochmal was. Oder für ein Intro oder ein Zwischen, wenn es einen guten Adlib gibt. Reicht doch, dann kommt ihr halt nach jede Strophenzeile. Völlig egal. Plant Zeit ein, dass es noch einmal schnell gemischt wird. Weil sonst habt ihr eine geile Performance und so und dann am Ende merkt ihr, ja gut, die Bassdrum hört man jetzt gar nicht und es macht die ganze Zeit, aber ist schon okay, naja, ist leider nicht okay. So, weil das hört sich irgendwann jemand beim Verlag an und man hört sich das auf seinem Handy an und es macht die ganze Zeit und er denkt, wow, ist voll der Kacksong. So. Ist es natürlich nicht, ist eigentlich voll der schöne Song, aber es ist leider in der Mischung nicht so. So, man muss da nicht irgendwie Michael Brauer-mäßig das große Feuerwerk der Mixing-Kunst abfeuern, aber einmal checken, ob alles ungefähr an seinem Platz ist. Ist schon geil. Und wenn der Künstler weg ist, meinetwegen. So, nämlich in ein paar ruhigen Minuten am Ende der Session, wo man einfach nochmal sagt, ich gehe jetzt nochmal kurz raus, gehe jetzt zum Späti, kaufe mir nochmal ein Wasser, dann komme ich nochmal wieder und dann höre ich da nochmal kurz rein und dann schneide ich da noch 3-mal das Vocal Sample rein, mache den Bass ein bisschen leiser, mache irgendwie, was weiß ich, die Stimme ein bisschen lauter und dann fahre ich das raus, so, dass man abends keinen großen Stress hat, sondern sich schon mal mit der Tatsache frühzeitig anfreundet, dass man am Ende halt eine halbe Stunde länger in der Session bleibt als alle anderen. So ist das halt. So, ja. Hm.
Das sind so meine, ja, das sind so, finde ich, so abschließende Tipps, von denen ich dachte, dass die möglicherweise clever sind für die Session-Durchführung. Ne? Man ist halt morgens als Erster da, macht sich dann halt irgendwie einen Kaffee und denkt einmal schon mal vorher drüber nach und abends bleiben wir eine halbe Stunde länger und pastet irgendwo noch ein Vocal-Sample rein. Das ist halt part of the deal. So, ey. Danke euch.